Hey meine Lieben, wir sind wieder zurück im Motodate Wohnzimmer. Schneller als gedacht mit einer weiteren Rezension des Variant Covers Band 3 der Retrofabrik. Viel Spaß! Und da ist das Motodate-Intro auch schon wieder vorbei und wir, ja, diesmal wirklich wir, denn meine wundervollen und fantastischen Töchter sind auch mit dabei diesmal. Sagt mal Hallo! 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 Und, freut ihr euch? Ja. Auf was? Auf das oder auf morgen? Auf beides. Auf beides. Morgen hat nämlich meine kleine Tochter Geburtstag und heute ist Dienstag, der 2. August. 2022. Und ich habe am Freitag, nur mal so, als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Ja, los geht's. Wie ich habe euch ja tatsächlich vor 2 Tagen am Sonntag, am 31. das Standardcover von Band 3, eine Falle für He-Man, vorgestellt. Wundervolles Buch. Wenn ihr es nicht gesehen habt, nee, da oben verlinke ich euch das Video gerne nochmal. So, Mädels, können wir das kurz abnehmen, bitte? Dankeschön. Und heute auch schon angekommen, gestern kam die Versandbestätigung, heute angekommen mein persönliches Variant-Cover, was ich mir ausgesucht hatte. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr das gleiche Cover genommen habt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und zwar, ich habe mir ausgesucht das Hordak-Cover. Warum? Zum einen fand ich das andere Cover mit He-Man, wo er so dasteht in der Höhle, ja, fand ich auch cool. Das mit dem Schiff war bei mir klar, dass es das nicht wird, aber ich habe mich dann am Schluss dafür entschieden, weil halt Hordak und Skeletor nach dem Schwert greifen. Ich finde, es ist einfach ein wunderschönes Cover und genau das gucken wir uns jetzt an. So, ich habe in letzter Zeit, ich habe jetzt meine Kamera, mein Mikrofon hier oben, dann habe ich nämlich hier Platz, ja, und das ist mir nicht im Weg. Ich muss mich da so ein bisschen dran gewöhnen, aber das. So, und von daher schauen wir uns jetzt einfach mal das Cover an. So, da ist es. Wunderschön, das Masters-Logo hier oben, die 3. So, da ist die 3. Und der He-Man, ja, da ist es, das Cover. Also ich finde das eines der schönsten Cover. Sehr, 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 sehr schön. Richtig toll. Unten der Titel des Sammelbands, eine Falle für He-Man. Und hier auf der Seite, das werden wir jetzt nicht hinkriegen, genau. Hier auf der Seite haben wir Masters of the Universe, eine Falle für He-Man. Hier unten das Retro-Fabrik-Logo in grün. Und hier oben die Nummer 3. Auf der Rückseite haben wir tatsächlich eine Rückseite, wie es quasi auf den Magazinen früher war. Auch das gucken wir uns an. Wenn ihr den Text lesen wollt, macht einfach ganz kurz auf Pause. Hier das wunderschöne Schwert mit den Intarsien hier drin. Ich finde das großartig. Und King Randor mit einer befehlenden Geste hier auf seinem Thron. Und ja, hat hier nochmal eine Banderole in der Hand. Wirklich wunderschön. Und hier kommen wir auch schon zu den ersten Unterschieden. Gib mir mal das. Vom normalen Band zum Variant-Cover. Die Fronten, so jetzt spiegelt es nicht mehr. Die Fronten sind eigentlich relativ gleich. Hier haben wir keine Unterschiede. Aber auf der Rückseite haben wir definitiv die Unterschiede. Zum einen haben wir hier quasi nochmal einen Kasten, wo der Text drin steht, was wir hier nicht haben. Und zum anderen haben wir hier unten natürlich noch die ganz normale Retrofabrik Mattel und ISBN Kasten, was wir hier auch nicht haben. Der Hintergrund ist relativ easy erklärt. Das Ding gibt es halt im ganz normalen Handel, das hier nicht. Deswegen brauchen wir hier auch keinen Code drauf. Genau, so. Jetzt können wir das Ganze wieder. Danke, Mädels. So, und ja, wie gesagt, ich bin super happy und es riecht so gut. Und ich glaube tatsächlich, liebe Jungs von der Retrofabrik, schreibt mir mal rein, ich glaube, dass das hier ein... Tschüss.
Jetzt habe ich das Wort vergessen, Alter. Was für ein Wort? Den Druck. Digitaldruck und? Ach, das gibt wieder eine Schneiderei. 2 hours later. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr Wortfindungsstörungen habt? Genau so ging es mir eben. Also ich glaube tatsächlich, dass das ein Offset-Druck ist. Zum einen merkt man das hier meiner Meinung nach so ein bisschen am Gefühl. Beim Digitaldruck liegt die Farbe immer so oben auf dem Papier. Das Gefühl habe ich hier nicht. Und es riecht anders. Ich bin sehr gespannt, ob ich richtig liege. Ich denke, das ist ein richtig klassischer Druck, ja, und nicht dieses Digitalzeug, was auch extrem stinkt. Das hier riecht auch nach Druckerei. Aber gut, wenn man sowas sagen kann. So, jetzt gucken wir mal an, was für eine Nummer ich denn bekommen habe. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe es natürlich schon gesehen. Ich konnte nicht warten. Also, das Buch ist komplett gleich wie die normale Ausgabe. Und hier ist die Nummerierung drauf. Auch hier spürt man sie, aber nicht mehr so stark wie früher. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich dazu sagen. Oder habe ich das Gefühl, ich glaube, dass man die früheren Nummerierungen mehr gespürt hat. Und ich habe die limitierte Ausgabe 57 von 450. Das war tatsächlich das Variant-Cover, was am meisten von euch bestellt wurde. Sehr schön. Von daher, tolles Buch und ich bin happy, die beiden Varianten hier zu haben. Das war ein Rezensionsexemplar, was mir die Retrofabrik zur Verfügung gestellt hat. Und das hier habe ich ganz normal gekauft. Erstmal vielen Dank. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Postern. Und die Poster sind wie immer in diesem schönen weißen Umschlag. Und die werden wir uns jetzt gemeinsam angucken. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es ist eine absolute Wonne, diese Poster zu schauen. Und auch die Qualität dieser Poster ist der absolute Wahnsinn. Ich habe es euch jedes Mal schon gesagt, sie sind extrem dick. Ja, das Material ist richtig qualitativ, es sind dicke Poster und es ist eine super Qualität. Fangen wir an mit dem ersten Bild. Mein zweites Wahlcover wäre das gewesen, und zwar ist es dieses wunderschöne Bild. Und ich muss echt dazu sagen, ich finde das total klasse. Schaut euch den Skeletor an. Schaut euch diese ganzen Monsterfratzen in diesem Baumberg an. Der He-Man, wie er dasteht. Es ist einfach ein wunderschönes Bild. Und ja, es wäre quasi fast mein Variant-Cover geworden, weil ich es einfach wirklich richtig, richtig klasse finde. Und es einfach ein wunderschönes Bild ist. Ich liebe das und ich freue mich auch schon, wenn dann diese ganzen Bilder quasi hängen. Jetzt kommen wir, es ist ein bisschen abwechselnd hier, aber das macht nichts, die sind jetzt halt so drin. Jetzt kommen wir zu einem der Action-Poster, die hier quasi früher in den Heften mit beigelegen haben. Und auch das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich hoffe, dass das so einigermaßen klappt, wie ich mir das vorstelle. Mal ein bisschen die Hand rein, dass es mal ein bisschen scharf wird hier. So, hier sehen wir das. Wunderschön gearbeitet. Ich habe es letztes Mal beim Standardband schon gesagt, als wir uns die Sachen im Buch angeguckt haben. Es erinnert mich an diese Tattoo-Collagen aus den 40er, 50er Jahren. Die Sailor-Tattoos und so weiter, die waren tatsächlich so oder so ähnlich aufgemacht. He-Man on Stridor natürlich ganz großartig. Unten kommt Castle Grayskull und Snake Mountain. Wirklich super, super, super schön gemacht. Ganz, ganz große Kunst. Ich finde das toll. Und ja, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber die Qualität ist schon wirklich herausragend gut. Ja, und dann kommen wir zu meinem Variant-Cover, was ich mir ausgewählt habe. Das ist das, was ihr eben auf dem Buch auch schon gesehen habt hier. Die Szene mit Hordak und Skeletor, die beide nach dem Schwert der Macht quasi, nach dem bösen Schwert der Macht greifen. Schaut euch diesen Hordak an. Das war wirklich der ausschlaggebende Punkt, weil ich den Hordak so unglaublich toll finde in seiner goldenen
Hurricane Horder-Rüstung, dieser Gesichtsausdruck, diese kleinen weißen Elemente in den Augen von Horder finde ich großartig. Und wie er da so im Sprung heranfliegt mit Skeletor. Ja, es ist die Frage, was glaubt ihr, wer kann sich das Schwert hier greifen? Hier unten auch nochmal schön eine Schlange, die sich da rumschlängelt, wirklich wunderschön. Und He-Man ist, so wie es aussieht, leider hier in dieser Szene zu spät. Auch der Hintergrund wirklich richtig, richtig gut gearbeitet hier. Auch mit diesen, mit diesen Fratzen hier quasi im Hintergrund, in dem Fels gehauen. Also das ist wirklich meiner Meinung nach ganz, ganz, ganz große Kunst. Ja, und dann kommen wir natürlich zu einem weiteren Highlight. Der großartige Künstler Simon Eckhart, liebe Grüße übrigens an dieser Stelle, hat natürlich für den Standardband, für die Standardausführung das Cover gemacht. Und hier ist es als hochwertiger Druck. Und ich muss echt dazu sagen, diese ganzen Elemente, die er hier reingefügt hat, also die Darstellung der einzelnen Charaktere und auch hier wieder in diesen Fels, diese Fratzen und Masken und hier auf der Seite haben wir im Prinzip nichts, so wie wir es bei den anderen auch haben. Das ist ganz, ganz, ganz großes, ganz, 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 ganz großes Kino, meiner Meinung nach. Und wir gucken uns auch das hier jetzt nochmal en Detail an. Schaut euch den Skeletor an, die Evelyn. Es ist dieser Style aus den 80ern, den Simon Eckhart hier, so jetzt spiegelt es ein bisschen, müssen wir mal gucken, den Simon Eckhart hier aufgefangen hat und hier in seinem Kunstwerk umgesetzt hat. Die leuchtenden Augen vom Pantor, wirklich großartig. Die Umgebung hier hinten, ich habe es eben schon mal angesprochen, sind diese einzelnen Fratzen auch wieder reingearbeitet. Das ist also wirklich in diesem unglaublich fantastischen Stil, wie wir das von den alten 80er-Jahre-Zeichnungen kennen. Ich bin total begeistert. Also ganz, 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 ganz großes Kino, muss ich dazu sagen. Mir gefällt es. Wir kommen zum nächsten Action-Poster. Hier auch nochmal ja, eine Collage. Und es ist einfach nur schön, dass das hier alles zu sehen. Und jetzt natürlich auch als so hochwertigen Druck quasi in der Sammlung haben zu können. Die werden sicherlich bei mir komplett aufgehangen werden, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich will erst alle zusammen haben, damit ich auch hier wieder weiß, wie ich es choreografiere. Schaut euch mal den He-Man an, wie der hier gerannt kommt. Ich finde das wirklich super, super schön. Die Monster hier mit dabei in den Seiten. Skeletor, der hier wirklich sehr bedrohlich dasteht mit Grislaw, Stinkor. Also ganz, ganz, ganz toll gemacht. Ich finde es wirklich ganz, 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 ganz toll und schön. Unten ist natürlich auch noch Hordak. Schaut euch den Hordak an. Evelyn ist auch am Start. Ja, mit einer normalen Haut, die aber trotzdem so ein bisschen den Gelbton hat. Also wirklich ein ganz tolles Artwork auch. Eines der schönsten Sachen, die es von den Postern, die noch mit dabei war, gab. Ich muss dazu sagen, aber mir hat auch sehr gut die Spieleposter ich glaube, im ersten Band war das mit dabei. Das nächste Action-Poster von damals, auch wunderschön, auch da gehen wir nochmal rein und schauen uns die einzelnen Darstellungen der einzelnen Elemente an. Auch hier, schaut euch mal diesen Hordak hier an. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz. So, ne, also das ist alles eine sehr einfache, oder der Grislaw, ne, der Beastman. Es ist alles recht vereinfacht dargestellt, aber das ist das, was diesen Charme für mich an den 80er Jahren wirklich ausmacht. Wir haben hier ganz, ganz feine Zeichnungen, ganz einfach, wunderschön gemacht, meiner Meinung nach, ja, und hier auch Skeletor und He-Man nochmal mit dabei. Das Kreuz auf He-Mans Brustplatte wieder ganz anders stilisiert worden, also ganz toll. Und natürlich als zentraler Mittelpunkt hier Teela mit ihrer Schlangenrüstung, quasi die Goddess, ja. Und hier unten wird das Schlangenthema hier auch nochmal aufgefasst. Ja, man hat so den Eindruck, dass es wirklich etwas Mystisches ist, weil wir hier diesen Nebel haben, der mit Teela ja quasi mehr oder weniger erwächst. Und um sie herum ist das Böse, was sich um sie herum schlingt. Und es gibt nur noch einen heroischen Verteidiger, der für das Gute kämpft. So ist das, oder so könnte man es zumindest mal deuten. Ja, und zu guter Letzt ist natürlich auch
dieses Bild mit dabei. Ich finde, das ist auch wunderschön. Wie gesagt, für mich ist es leider nichts gewesen für mein Variant-Cover. Aber es ist ein sehr, sehr, sehr schönes Bild, auch mit ganz, ganz vielen Details hier im Wasser mit dabei, hier hinten im Hintergrund, ja, mit dieser Totenkopf-Felswand, wo man auch hier wieder den Eindruck hat, hier sind Eingänge und Fenster hier verbaut. Wir gucken es uns gleich nochmal an und auch hier das Wasser, das ist natürlich ganz große Kunst, He-Man auf dem Schiff. Wir schauen uns das Ganze an, ja, und gehen hier auch nochmal ins Detail hier rein. Hier sehen wir das Schiff unglaublich toll gearbeitet, finde ich. Ja, also das ist sicherlich eines der aufwendigsten drei Coverbildern, die es gibt, weil wir hier gerade hier unten im Wasser so viele Details noch mit drin haben, wie eigentlich in fast keinem der anderen Bilder. Aber trotzdem ist es ein Bild, was auch sehr viele Fans sagen, so ja, das ist toll, es sieht auch wirklich richtig, richtig gut aus. Hier seht ihr, das ist das, was ich hier meine mit den Türen und man hat so den Eindruck, dass hier so Fenster drin sind. Man weiß es nicht so richtig, was es darstellen soll. Es ist wirklich aber richtig, richtig, richtig schön, auch hier hinten. Also ein ganz, ganz tolles Gemälde und natürlich wird auch das, also ich habe ja vor, alle Gemälde, wenn sie dann alle da sind, wenn dieses wundervolle Projekt von der Retrofabrik irgendwann mal abgeschlossen ist, möchte ich die alle mit Passepartout aufhängen, das heißt, sie werden noch ein bisschen größer. Oben eventuell in meinen Raum, das sind ja immer so Ideen, die man dann, wenn es dann so weit ist, umsetzt, wo auch dann meine anderen Fine Art Schicklis vom Eternia Bild etc., das ist ja das einzige Fine Art Schickli, was hier unten hängt, auch noch hinkommen sollen in den Raum, wo die Vintage und die Classics stehen. Ich muss mal gucken, wie ich es denn genau mache, denn von diesem netten Künstler hier aus dem Hintergrund kommen ja auch noch Bilder. Von daher weiß ich es noch nicht genau, aber die sollen alle in Rahmen, schöne Rahmen mit Passepartout, nicht so ein kleines, sondern ein passendes Passepartout, das schön aussieht. So zumindest der Plan. Meine Lieben, ich hoffe, das war ja keine Rezension, das Review oder der Einblick in das Variant-Cover vom Band 3, vom Sammelband 3, eine Falle für He-Man, hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht die, die es nicht bekommen haben oder die gesagt haben, nö, ich brauche, mir reicht der Standardband hier, haben jetzt nochmal ein bisschen einen detaillierteren Einblick in die wirklich alle wunderschönen und extrem hochqualitativen Bilder und Drucke bekommen, die da mit dabei sind. Ein ganz, ganz tolles Erlebnis, immer wieder ein Retro-Fabrikwerk auszupacken und vor allem dann die Variant-Cover mit den Postern sich anzugucken. Ich bin super dankbar und ich habe in meinem letzten Video schon die Kommentare gelesen, alle anderen auch. Ihr macht wirklich einen fantastisch guten Job. Meine lieben Freunde, ich freue mich auf die Kommentare hier unten unter dem Video oder in den sozialen Medien, wo ich natürlich wie immer meine Inhalte teile. Gebt doch bitte diesem Video einen Daumen nach oben, das hilft mir sehr weiter. Und wenn ihr mich zum ersten Mal oder uns zum ersten Mal gesehen habt, dann würden wir uns über ein Abo freuen und aktiviert dann einfach gleich noch die Glocke. In diesem Sinne war es das. Ich habe jetzt Mittagspause, gehe jetzt mit meinem Hund raus und freue mich ein bisschen. Morgen werden wir schön Geburtstag feiern von meiner kleinen Tochter und am Freitag dann von mir. Aber da wird nicht gefeiert, sondern gearbeitet. So ist das nun mal. Mir bleibt nur zu sagen, habt viel Spaß mit eurem Variant-Cover. Schreibt mir rein, welches ihr bestellt habt. Schreibt mir rein, wie ihr die Retrofabrik findet, wie ihr die Bücher grundlegend findet, die ihr Harper-Werke, ob ihr vielleicht auch den ersten, den Interpart-Band habt, dieses große Teil. Ich freue mich auf den Austausch. Wie immer, bleibt gesund, meine Lieben, und vor allem bleibt anständig. Ich bin der Tobi, euer Motu-Dad. Und das hier sind meine wundervollen und fantastischen Töchter. Tschüss. Gute Reise. Tschüss.